Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Hier bei Because Gaming ist Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf Eos unterwegs, haben hier unsere Main Quest jetzt abgeschlossen, haben aber noch ein paar Side Quests offen und die wollen wir heute abschließen. Beziehungsweise vorantreiben, auf jeden Fall. Also warte mal. Läuft bei euch. So, dann wollen wir mal hier. Ja, ja, ist ja gut. Ja, los rein. Und jetzt die Frage, wie fahren wir denn da am besten? Ich würde fast sagen, wir sitzen zurück. Hier hoch. Und schauen uns das hier nochmal an. Da ich das bisher nicht gesehen habe. What the fuck? Okay. Interesting. Aber da kommen wir nicht rein. Okay, ne, dann ist hier ja doch nichts Interessantes. In die Hütte kommen wir nicht rein. Aber wir können. Detecting above normal radiation levels. Und die können wir auch nicht einsteigen. Torque DV3. Darf ich nicht einsteigen, schade. Na dann reisen wir doch mal weiter hier über Eos. Fahren hier einmal außen rum. Und zwar um hier hinzukommen. So, die Quest ist markiert. Komponentenbergen, 2 von 3 haben wir. Es geht um irgendein Geheimprojekt, von dem wir noch nichts weiter wissen. Außer, dass es interessant sein könnte. Ah, dich müssen wir einmal ganz kurz umbringen. Okay, du kannst nicht überfahren werden. There's an initiative shuttle ahead. Looks bad. Worth checking. If only to make sure so, the cat don't get dann the key. Schauen wir mal. Hier ist noch eine Komponente. All Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Wow, jetzt sind wir wieder zurück. Ja, Kiki. Na gut. Mal ein kurzer Ausflug hier hin. Ich brauche übrigens unbedingt nochmal wieder eine Drop Zone, damit ich meine Waffe wechseln kann. Weil das Sturmgewehr, das ich jetzt habe, ist halt doch nicht so geil. Earth had formations like this. Made a lot of kids think of alien worlds. So, dann rein in die Anlage da. What the? Pathfinder. Surprised the Nexus still wants an outpost on Eos. Oh Leute, das ist doch eine Leiche. Third time's a charm. Well, not shot, he was just pummeled to death. Well, we know what did this. The cat have nasty pets. West, Porter M. Get that, Lexi? Nice. Let's get to a research station, see what we've got. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. Parts for the Site 2 project, check. Oh, jetzt können wir hier aufmachen. Gibt's denn hier drin noch was Interessantes? Nee, ne, das ist jetzt nur noch ein Durchgang hier. Achso, und hier kommen wir nicht rein. Na ja, gut. Dann ist das soweit erledigt. Dann gehen wir zurück zu unserer Karre. Und gehen als nächstes hier hin. So. Da war ein Erinnerungsbaustein oder sowas. Also auch äußerst interessant.
So, mal kurz den Boost aufladen. Oh, meine Güte. We've got targets. Ja, ja. Du bist das Erinnerungsding hier, oder was? Nee, warte, was? Junge, hier will... Ach so, ich habe mehrere davon. LOL. Wie kommen wir denn da jetzt am besten? So, schauen wir mal da oben. Huch. Schauen wir mal. Hier haben wir nämlich noch eine Hütte. Da waren wir hier letztes Mal sogar. Feldforschungsausrüstung. Aufmunitioniert. Jetzt müssen wir da oben irgendwie hinkommen. Das wollen wir mal zu Fuß. Na komm. Ja. Bleib halt an jedem Scheiß hängen. Rider. Ja. Ja. Scheiße, wie kommen wir denn da hoch? Müssen wir jetzt echt einmal da komplett außen rum? Come on, mate. Aber gut. Was muss, das muss. Lauf, Junge, lauf. Bäume können wir nicht scannen. So, und hier ist irgendwo das Erinnerungsstück. Da hinten aus, genau. Geradeaus durch. Was bist du denn hier? So. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Okay, gut, dass wir keinen Fallschaden kriegen. So, davon haben wir aber noch einen weiteren hier auf dem Planeten. Von daher gehen wir da direkt als nächstes hin. Also mindestens einen weiteren haben wir davon noch auf dem Planeten. Alles klar. Läuft bei dir. So, erstmal ganz kurz recovern. Und dann einmal ganz kurz schauen, wo ist denn der Weg längs? Direkt hinter uns. Ach du meine Güte. Okay, da wollen wir mal. Hier ist der Weg nach oben. Auf da. Dann folgen wir dem Weg doch nochmal wieder. Pathfinder, another deceased colonist. So ungefähr ganze 10 km/h, das ist schon heftig. Okay, es sind sogar 20. Tut mir leid. Ja, ich weiß, dass ich unbenutzte Forscherdaten habe. Die kommen irgendwann nicht zum Einsatz.
Ja, komm, dann folgen wir erstmal dem Waypoint hier. Machen erstmal die andere Sidequest. Catterhead, they appear to be fighting a Krogan. Is that Drax? Mit dem Kroganer doch mal. Ryder, about time you joined the party. Think I made them angry. Good. What the fuck? Gleich haben wir es. Nice. Warte. Save some for me, old man. That fight was fun. You're telling me? You can really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. Wir arbeiten gut zusammen. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. Oh, das ist klar, der hat sich this is gonna be great. Aber gut, nehmen wir. Warte mal, jetzt habe ich nur die Orientierung verloren. Wo ist das für mich? Wait, what? Okay. Ah, jetzt kann ich den noch aktivieren. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. Was ist die Meinung des Teams? What do you think? Military outpost or scientific? Pathfinder's call, but research is no good if we're dead. Military. It's got to be science. Our colonists need to understand their home. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative. And its intentions in Andromeda. Consider carefully. Na, dann nehme ich Wissenschaft. Prioritize research and discovery. That's our foundation. And our future. Orders prepped. Ready on your signal. Standbein. Andromeda Initiative, this is Ryder. Pathfinder. EOS is ready for deployment.
Copy that. Outpost block inbound. And ready as hell. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. Passen Sie gut drauf auf. I feel like I should toss you the keys. Be nice. It's been through a lot. Understood. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen eager for months. Eos is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. Was haben Sie jetzt vorher, das? What are you playing at? Seems like being my friend is suddenly valuable. Fair assumption. The Reality Rider? You brought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed. But after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. We didn't come to a new galaxy to argue about who's right. It got us this far. Talk to Bradley. Later, we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus. Lebensfähigkeit bei 78% im Moment. Oh, jetzt haben wir neue Sidequests hier. Ja, GG. Na, da bin ich mal gespannt. Oder oh, fällt sofort. So, dann schauen wir uns doch hier mal um in der neuen Base. Was haben wir hier Interessantes? Aber scheinbar erstmal nichts Interessantes. Mit Yale könnten wir reden, aber der hat nicht mal eine Quest für uns, also lassen wir das. Neue Quests nehmen wir mit. Was ist denn hier ein Fragezeichen? Haben wir hier einen neuen Shop oder was? Wow, da drin. Yo, my homies, what up? Hier haben wir ein Terminal mit einer Quest. Offizielle Anfrage, Dark Tyrion, Nummer 28. Ich muss meine Anfrage erneut einreichen, Bradley. Ich weiß, es ist nicht Ihre Schuld. Ich weiß, sie gehört eigentlich zur zweiten Welle, aber ich will, dass es in den Akten vermerkt ist. Nur so können wir uns in ein paar Jahren, wenn sich die Dinge beruhigt haben, mit gutem Grund darüber beschweren, wie lange es gedauert hat, Familien wieder zu vereinen. Vor allem diejenigen, die unter dem Anlage 1 von 2 Desaster zu leiden hatten.
Sie wissen doch, dass der Begriff gebrochenes Versprechen die Runde macht, oder? Ich fordere den Einsatz von Dark Tivillian W84 Crispin an. Sie ist Expertin der Exos-Studien. Begründung, ihr Fachwissen wird uns helfen, die Lebensfähigkeit zu erhöhen. Außerdem ist sie meine Tochter. Okay. Raketenwerfer, alles klar. Für 2400 Credits, läuft bei dir. Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich wirklich verkaufen kann. Aber der kann man nur kaufen, oder was? Alle Bergungsgüter verkaufen. Macht das Sinn? Das waren 3800 Credits. Aber die Frage ist halt, wie sinnig ist es, den ganzen Kram zu verkaufen? Ja, nein, möchte ich nicht. Ich möchte mich erst noch damit auseinandersetzen. Hallo, Hause. So, wollen wir noch eine Sidequest da links? Und was haben wir hier? Noch eine Forschungsstation. Alles klar. What the fuck? Forschungszentrum. Entwicklung, was haben wir denn da? Siehst du, hier könnten wir neue Dinge bauen. Sturmgewehr Avenger 2. Ja, wir stellen sie erstmal her. Weil ich davon ausgehe, dass sie besser ist als meine jetzige. Guck, die haben wir nämlich bis jetzt gebaut gehabt. Okay, wir können für die Nomad auch was verbessern. Okay. Interesting Forschung. Was haben wir denn in der Forschung? Kann das Ding hier bitte weggehen? Kann's nicht, okay. Dann nicht. So. Wir sind auch schon wieder bei 23 Minuten. Meine Güte. Hier drin ist noch eine weitere Quest. Terminal. Bitte helfen Sie mir. Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitscrew redet dauernd von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist. Dass ein paar Elektronen an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten die Könige, wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihm zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings die Sache ausreden, aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Someone left a warning. Looks like a work crew thinks they can take control of the remnant. That's a recipe for trouble. Work crew rosters are posted publicly. The datapad mentioned Medbay. A little work, we could find where to catch up with them. Gut. Wir machen weiter hier mit den Quests. Brauchen erstmal unsere Karre dafür. Wo
Warte, hier ist so eine schöne Sonne. Ausstattung, ja, bitte. Weg mit diesem Schund. Was? Nein. Ja, doch, ist. Meine Güte. Okay, die ist echt nicht sehr viel besser. Aber meine Güte, sie ist besser. Und das zählt. Ja, und dabei belassen wir es dann, denke ich, auch schon. Oh, wir haben Verbesserungen für die Nomad. Das ist eine Lackierung. Ernsthaft jetzt? Ja, die hat Stil. Nehmen wir. Alles klar, läuft bei uns. So. Das Ding ist, wir haben es jetzt gar nicht was. Moment, wait. Okay. Nee, warte mal. Ah, jetzt habe ich falsche Quest auf die Quatschkarte. Egal, also läuft schon. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ernsthaft, hier ist er. So, wir probieren es mal. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen und was wir auf dem Weg noch entdecken werden. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ach du Scheiße, hier kommen wir noch gar nicht hin. Uiuiui. Hier kriegen wir hart auf den Sack. Das ist aber uncool. Da dürfen wir noch gar nicht hin. Ja, da können wir gar nichts mehr machen. Wo wir da nicht hinkommen, kommen wir noch nicht hin, ne? Dann sind wir vielleicht doch erstmal fast fertig auf EOS. Sam, another memory prompt? Yes, though my memory array remains locked. Mayor Bradley. Yo, Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything, thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Überlassen Sie die Leute nicht, ne? Let's not drive people too hard. Rough enough getting this far. Nothing you see here came from cracking a whip. Everyone is just ready. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Fawkes Engineering. With them and my Major Domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet. But that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Real building, not just survival. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda.
Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. For Drummers, we'll have more. Ja, zur Nexus werden wir tatsächlich zurückkehren. Mehr oder weniger gezwungenermaßen. Gut, liebe Leute, dann gehen wir nochmal ans Schiff. Der Tempest. Ja, wir wollen den Planeten verlassen. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? We're adventurers. Whatever makes the squad comfortable is okay with me. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on, hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Harte Arbeit. Helios threw us for a loop. Meaning, we're kind of new at this. All of us. So let's figure out what the rules are now, and try to stick to them. Sounds good. If there's one thing I know I can do, it's make up rules. No one said make up rules. Can we please keep anarchy to a minimum? Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Verbesserungen sind seltene Materialien, die bestimmte Baupläne hinzugefügt werden können. Objekte mit Verbesserungen können mächtiger sein als oder sich anders verhalten. Ach du meine Güte. Ja, nein, das wollte ich mir jetzt gerade nicht alles durchlesen. So, liebe Leute, das war eine neue Runde Mass Effect Andromeda. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann geht zurück zur Nexus und mal sehen, was uns dort erwartet. Haut rein, bis die Tage. Ciao!